Nervös, jetzt sage ich mal, die gute Leistung des Wochenendes vielleicht irgendwie durch Pech noch wegzuwerfen, oder geht es dir ganz gut? Ja, ich sag mal, ich möchte schon versuchen, nicht den Landball zu spielen. Also ich hoffe, wir bringen es jetzt voll durch. Natürlich schon ein bisschen nervös, nervöser als eigentlich vor den langen Prüfungen, aber kriegen wir hin, denke ich. Jubiläumsausgabe. Ballbein auf der Strecke. Und die nächste Runde endet für. Applaus für Marc Wallwein und Stefan Kopczyk! Jetzt werdet ihr sehen, wie schnell die Verantwortlichen hier weg. Und ich kann besser fahren, ich noch ein bisschen zum Hallendrei. Gesamtsieger der ADAC Saladret. Also super Vorstellung von dir. Ich habe gesagt, ich wünsche dir den Sieg von Herzen. Wie fühlst du dich jetzt? Ist das nicht einfach phänomenal? Ist das genial? Ja, ist schwer zu beschreiben, ja, eindeutig. Wir haben auch wirklich hart gekämpft, haben das Ganze auf und nieder gehabt. Und ich müsste mich jetzt an der Stelle bei vielen, vielen Leuten bedanken, aber die jetzt alle aufzuzählen wird schwierig. Ich würde mich bei jedem persönlich bedanken und bin einfach nur froh, dass es endlich geklappt hat. Die Gesamtsieger der 40. ADAC Saarland Rallye, Marc Wallenbein und Stefan Kopczyk! Die obligatorische Sektdusche gehört natürlich dazu. Ich glaube, die haben sich alle verdient. Nicht nur Fahrer, Beifahrer, sondern auch Fahrer. Super. Ich werde mich jetzt wohl noch ein bisschen gefühlt, wenn der Marc Klingel kommt.
Wunsch zum Gewinn. Was geht in einem 23-jährigen jungen Youngster jetzt so vor? Ich glaube, jetzt im Moment ist tatsächlich gähnende Leere. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Wir haben wirklich so lange darauf gehofft, es endlich zu schaffen dieses Jahr. Dass es jetzt beim letzten Lauf klappt, das ist natürlich schon absolut genial. Das ist das, was wir uns erhofft haben. Und ja, jetzt muss ich erstmal eine Weile drüber nachdenken. Dann frage ich nochmal den Beifahrer, Stefan, wie hat es dir gefallen auf der Saarland? Ja, hervorragende Veranstaltung, tolle WTs, offensichtlich WTs, die auf den beiden meisten liegen. Das haben wir hier schon zwei Landwege gefahren und schließt sich der Markt an. Und ich glaube, ein schöneres Podium können wir uns nicht vorstellen. Der Matthias Kahle wird deutscher Meister, der Teamkollege auf Platz 2 dieser Rallye und der Sandro als Familienmitglied auf Platz 3. Das perfekte Podium und mit den Richtigen auf Platz 1. Endlich. Die anderen waren alle gut, aber für diese beiden jungen Leute waren sie einfach heute nicht gut genug. Herzlichen Glückwunsch nochmal und eine schöne Siegesfeier heute Abend.